Mit dem Viadukt in Meinerzhagen möchte ich euch ganz herzlich zu dem zweiten Teil der Fahrradtour begrüßen, die wir heute machen. Der erste Teil war von Engelskirchen nach Meinerzhagen. Der zweite Teil heute führt von Meinerzhagen nach Olpe am Biggesee. Und morgen geht es dann von Olpe am Biggesee über Trolshagen, Berg, Neustadt wieder zurück nach Engelskirchen. Ja, aufgrund des Handgelenks- und Rippenprellungsmalheurs aus dem Urlaub ist die Wanderfreundin dann heute leider nicht dabei. Es geht ihr Gott sei Dank schon viel besser, aber Fahrradfahren ist leider noch nicht. Und da wir das Hotel nicht verfallen lassen wollten, haben wir uns dafür entschieden, dass wir uns in Olpe treffen, aber dass ich auf jeden Fall die Fahrradtour so zu Ende bringe, wie wir sie ursprünglich geplant haben. Heute nehme ich euch also mit auf die Fahrradtour, die mich dann von Meinerzhagen nach Olpe am Biggesee führt. Das sind rund 45 Kilometer und etwa 800 Höhenmeter rauf bzw. wieder nachher runter. Ja, dafür soll ich ungefähr 4-3 Viertelstunden brauchen. Ich lasse mich mal überraschen. Weiter geht's, denn ich bin jetzt schon ein Stückchen aus Meinerzhagen und vom Bahnhof herausgefahren. Für diesen schönen Ausblick hat sich das allemal gelohnt, sich hier den Berg raufzukämpfen. Naja, ich weiß nicht, wie viele Höhenmeter ich damit schon geschafft habe. Wahrscheinlich nur 50, aber ist auch egal. Auf jeden Fall bin ich oben. Aber wahrscheinlich auch nur, um gleich wieder runterzufahren und dann wieder raufzufahren. Denn das nächste Stück, was jetzt gleich kommen wird und was einen steilen Anstieg parat hält, ist, glaube ich, die Nordhelle. Da muss ich nämlich jetzt gleich rüber. Das ist da in der Höhe von Fallbert und danach kann ich es, glaube ich, ein bisschen rollen lassen. Das wäre ja auch ganz angenehm. Schon sehr lustig. Zuerst fahre ich ganz steil den Berg runter, soll nach rechts abbiegen. Und jetzt habe ich das hier vor mir. Ich weiß gar nicht, ob ich da durchkomme. Oh je. Ich hatte das Gefühl, das wird mehr so eine Wanderschiebetour anstatt eine Fahrradtour. Ich muss mal gucken, ob ich gleich irgendwo einen Radweg finde, auf dem ich dann auch vorwärts komme. Denn das ist ja eine Katastrophe im Moment. Okay, ja, das war dann also doch fahrbar, als ich dann oben angekommen war.
konnte man da so einen ganz kleinen, schmalen Weg folgen. Ja, Single Trail würde ich jetzt sagen, fürs Wandern. Auf jeden Fall war das gut möglich zu fahren. Jetzt habe ich eine kleine Abkürzung genommen, bin jetzt hier auf einem breiten Forstweg und das hoffe ich bleibt jetzt auch erstmal so, denn ich möchte jetzt mal so ein bisschen vorankommen. Ja, eben hatte ich ein besonderes Erlebnis. Kam ich den Berg runter, stand plötzlich ein riesengroßer Hund vor mir. War schon kurz davor, mich anzugreifen, aber da waren Gott sei Dank die Besitzer. Ich bin dann stehen geblieben und es ist gut ausgegangen. Beine, Arme, Hände, alles noch dran. Ja, da hinten kann man so ein bisschen sehen, da bin ich eben ganz steil den Berg runtergekommen und jetzt geht es hier auf der anderen Seite wieder steil den Berg rauf Richtung Festenburg fahre ich jetzt, glaube ich. Jo, ich glaube, es ist auch ganz gut, wenn ich das so höre, dass ich jetzt hier nicht durch den Wald gefahren bin, denn da hinten sind schon wieder die Motorsägen unterwegs und dann plötzlich im Wald vor gesperrtem Weg zu stehen, da habe ich ehrlich gesagt auch keine Lust drauf. Ja, so, bisher 1,5 Stunden, glaube ich, sind rum, ein bisschen mehr als eine Stunde, läuft aber ganz gut. Ja, ein oder zweimal war der Weg jetzt ein bisschen seltsam, aber sonst hat es eigentlich alles ganz gut gepasst. Außentemperatur so 15, 16 Grad oben auf der Höhe, ist es nicht so angenehm, weil dann ziemlich kühler Wind pfeift. Angeblich soll es heute noch, ich glaube, 19, 20 Grad werden. Ich hoffe, dass die auch noch erreicht werden. Denn dann kann ich mal so ein bisschen im T-Shirt fahren. Fallbad habe ich jetzt gerade hinter mir gelassen, bin dann über Vorderhagen, Mittelhagen nach Echternhagen gefahren, wo ich jetzt hier gerade bin. Und hier sieht man das Schild Attendorn, 12 Kilometer. Ich glaube, dass ich nicht ganz auf direktem Wege dahin fahre, sondern so über die Höhe, über Ringscheid und dann nach Attendorn. Aber das soll der ganzen Sache ja keinen Abbruch tun. Ja, nach wie vor relativ angenehme Temperaturen, vielleicht ein kleines bisschen zu kühl zum Radfahren. Morgen soll es ja ein bisschen wärmer werden, aber hier im Sauerland ist das jetzt einfach mal so. Von Echternhagen bis zu diesem Punkt hier an der Kreuzung war es eine rasante, wunderschöne Abfahrt. Allerdings ein bisschen kalt. Dafür wird mir jetzt bestimmt gleich wieder warm, denn es geht hier nach Ringscheid rauf. Und wenn ich in Ringscheid oben auf der Höhe bin, kann ich wahrscheinlich sogar schon bis Attendorn gucken. Und vielleicht kann ich auch ein kleines bisschen vom Biggesee schon sehen. Aber jetzt steht erstmal ein Anstieg bevor. Thank you.
Nach einer Mittagspause, sehr gemütlich im Schatten, bin ich jetzt gerade durch Sellenrade gefahren und bewege mich jetzt Richtung Windhagen. Ich hatte eben kurz vor Ringscheid einen älteren Herrn getroffen, dem ich erzählt habe, wo ich herkomme und wo ich hinfahre und wie ich da hinfahre. Er sagt, oh, das ist ja ein riesen Umweg. Ich sagte, ja, ich weiß, aber ich möchte gerne die Landschaft sehen. Und die möchte ich euch gerne zeigen hier. So, kurz hinter Attendorn geht es noch mal einmal steil den Berg rauf Richtung Waldenburg zum Biggesee. Da mein rechter Oberschenkel jetzt so langsam aber sicher dicht macht, muss ich jetzt mal ihn auf andere Art und Weise fordern und werde jetzt einfach mal ein bisschen schieben. Das tut, glaube ich, auch ganz gut. Bye.
Ja, den Weg, den ich jetzt eingeschlagen habe, der führt mich zur Jugendherberge in Olperode. Ich bin jetzt gerade am Vorstaubecken der Wicketalsperre vorbeigefahren. Und ja, jetzt gibt es noch ungefähr 30 Minuten zu fahren. Und dann müsste ich eigentlich in Olpe sein.